Die liegen da alle schräg hin, weil die keine Gangbord haben. Die können nur hinten vom Bord. Dann wurde da ein Steg hingelegt, dass die hinten aufsteigen können. Ja, hier rechts auch noch alles alte Schlepper. Ja, dann ein paar Worte über den Hafen von Lehe. Der Hafen von Lehe war bis 1900 eine Flussschleife der Leda. Die Leda ist ein Nebenfluss der Ems und somit war er bis 1900 Ebbe und Flut mit einem Tidehub von 2,80 Meter. 1903 wurde dann die erste Seeschleuse fertiggestellt. Bei der Zeit haben wir im Hafen meist immer einen gleichbleibenden Wasserstand. Dieser Hafenteil gehörte bis 1960 zum Handelshafen. Heute wird er nur als Sport- und Freizeithafen benutzt. Ja, und hier an der rechten Seite haben wir im Moment eine große Baustelle. Vor ein paar Jahren stand da noch eine Spanplattenfabrik. Dann hat die Stadt das Gelände wieder zurückgekauft. Jetzt entsteht hier ein ganz neuer Stadtteil. Hier am Wasser wurden schon schöne Wohn- und Bürohäuser gebaut. Hier wird ein großes Torhaus gebaut. Ja, und da kommen hier schon einige Traditionsschiffe. So, hier ist das Grüne da, die Mederdinger, ein holländisches Fahrzeug. Es wurde schon 1908 gebaut. Das sind heute alles Wohnschiffe, Freizeitschiffe. Die Solitär wurde 1898 gebaut. Ja, ein schönes altes Segelschiff. Und da vorne ein alter Schlepper. Das sind heute alles Freizeitschiffe. Die werden nicht mehr gewerblich genutzt. Hier im Neubaugebiet haben wir ja auch drei kleine Bootshäfen. Da kann ja die Yacht festgemacht werden. Hier vorne sehen wir das gleich, wie das aussieht, wenn die kleine Yacht direkt vor der Tür festgemacht hat. Ja, die Terrassenbalkone wurden alle über dem Wasser gebaut. Links haben wir ja den Wochenmarktplatz, dahinter die Fußgängerzone. Also links sind wir ja direkt im Zentrum von Lehe. Darum wurde ja auch eine neue Fußgängerbrücke über den Hafen gebaut. Das wurde notwendig, damit das Neubaugebiet an der Fußgängerzone angeschlossen ist. Hier wird auch ein großes Torhaus gebaut. Hier über dem Wasser ein Café, Restaurant.